Hallo und willkommen bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Hallo und willkommen zu einem Podcast, der weit zurückgeht in der Zeit. Ja, er geht nicht nur ein paar Jahre zurück, sondern er geht zurück ins Jahr 1972. Ja, was war 1972? Da erblickte ich das Licht der Welt. Ja, natürlich kann ich mich an diese Zeit nicht mehr erinnern. Wer kann das? Ja, ich wurde geboren, ja, ziemlich ländlich und ja, mitten auf dem platten Land. Und meine ersten Erinnerungen gehen diesbezüglich an die Umgebung, die ich so wahrgenommen habe. Ja, also Dinge, die mich doch schon sehr beeindruckt haben, die im Gedächtnis geblieben sind. Und da kam natürlich zum allerersten Mal, und zwar 1975, ja, mit 3 Jahren, ein Hörspiel in mein Leben. Ja, das allererste Hörspiel, an das ich mich erinnere. Ob es wirklich das erste Hörspiel war, kann ich noch nicht mal mit Gewissheit sagen. Und ich kann auch keinen mehr fragen, du, war das so? Also nehme ich aus diesem Sammelsurium meines Lebens die Erinnerung an das Hörspiel Das Räuberkarussell. Ja, genau richtig für einen Dreikäsehoch mit 3 Jahren. Ja, eine lustige, putzige Geschichte. Und da habe ich auch das allererste Mal Hans Petsch gehört. Und wenn man diesen wundervollen Menschen und Sprecher das allererste Mal hört, dann ist seine Stimme so prägnant, dass man die auch nie mehr vergisst. Und dass man auch immer hellhörig ist, wenn seine Stimme in der einen oder anderen Produktion auftaucht. Ja, so ging es mir damals nicht nur mit Hans Petsch, sondern ich musste auch irgendwie in diesem Alter fasziniert gewesen sein von Gottfried Kramer, der in dieser Produktion einen Räuberhauptmann spricht. Ja, diese Stimme, die ja auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat, die blieb mir irgendwie damals auch im Ohr. Ja, und so begann eigentlich meine Liebe zum Hörspiel in einer Zeit, die geprägt war, ja, von Entschleunigung. Ja, die 70er Jahre erschienen mir als Kind entschleunigt. Wenn mein Großvater zum Beispiel mit seinem VW-Käfer von der Stadt aufs Land fuhr, um uns zu besuchen oder uns irgendwas zu bringen, denn es gab außer einem Tante-Emma-Laden kein Kaufhaus, kein Supermarkt, rein gar nichts, dann sah ich ihn immer schon vom Fenster unserer Wohnung. Wir haben ziemlich weit oben gewohnt, in einem ehemaligen Gutshof, ja, der umgebaut worden war. Und dann habe ich diesen beigefarbenen VW-Käfer kommen sehen, schon von einiger Entfernung. Und das lief für mich immer so, ja, wie so ein bisschen in Zeitlupe ab. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass mein Großvater, den ich ja sehr liebe, dass der immer ein sehr vorsichtiger Fahrer war. Und ich habe auch mitbekommen, dass er oft angehupt wurde von Leuten, die hinter ihm fuhren. Ja, aber er kam da so wie auf Schienen zu uns. Und ich habe mich da immer riesig gefreut, diesen VW-Käfer zu sehen. Und eines Tages hatte der für mich mal wieder eine Schallplatte dabei. Ja, und die habe ich, das war 1977, ja, mit 5 quasi in Auftrag gegeben. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, welche Schallplatte gibt ein 5-Jähriger in Auftrag, dass sein Großvater die besorgt? Ja, nun müsst ihr wissen,
dass ich als kleiner Junge schon recht viel und spät fernsehen durfte. Ja, das war ein großes Privileg, zwar nicht unter der Woche, aber am Wochenende und besonders, wenn das zweite deutsche Fernsehen den fantastischen Film ausstrahlte. Das hat mich schier fasziniert, ja, diese fantastische Welt der Gespenster, Vampire, Geister, ja. Ich habe mich zwar immer ein bisschen gegruselt, aber ich habe es auch, ich hatte auch so eine Art, ja, Sucht, Sehnsucht nach dieser Geisterwelt, die ich anschauen kann, aber in die ich nicht eintreten kann, ja. Ich saß da auf unserem karierten Sofa, ganz sicher, ja, und habe mir das angeschaut, habe vielleicht auch mal schlecht geträumt, aber ja, und so kam eben diese Liebe zu den Gruselfilmen. Natürlich liefen damals nur die Klassiker, ist ja klar. Da gab es keine Filme, in denen Leute abgeschlachtet werden und in denen das Blut nur so spritzt. Da liefen Klassiker wie Frankenstein mit Boris Karloff, Dracula mit Christopher Lee, ja, da liefen Gruselfilme, die jetzt schon in Vergessenheit geraten sind, wie zum Beispiel Der Rattengott. Das ist ein ganz, ganz gruseliger Film aus Anfang der 80er und noch viele, viele andere tolle Gruselfilme. Und ja, und dann war ich doch eines Tages mal mit meinen Großeltern in dem einzigen Kaufhaus in dieser kleinen Stadt. Und da stand eine Schallplatte, die ich gesehen habe und war sehr erstaunt und fasziniert, dass es Dracula, ja gut, ich konnte zu der Zeit noch nicht lesen und nicht schreiben mit 5, aber ich sah diesen Typen mit den langen Eckzähnen, ich sah, dass der Typ einen so einen hochgestellten Kragen hatte, ich sah ein Schloss, Fledermäuse und eine Kutsche, ja, das klassische Motiv von Europa, Dracula, die Geschichte des berühmten Vampirs mit Charles Renier. Ja, das habe ich gesehen und habe die Platte auch angeschaut und Charles Renier kannte ich, denn ich habe auch als kleiner Junge Edgar Wallace Filme gesehen und da war der Charles Renier ja auch ein paar Mal dabei. Auf alle Fälle, ja, fand ich es extrem spannend, diese Platte in meinen Besitz zu bekommen. Ja, ich habe mir das wunderbar vorgestellt, diese Geschichte von Dracula immer und immer wieder zu hören und ich fand dieses Motiv so herrlich. Nun leider kann man als Kind mit 5 im Jahr 1977 nicht einfach so eine Gruselplatte kaufen. Es hätte vielleicht den ein oder anderen Verkäufer gegeben, der gesagt hätte, ist mir egal, 6,95 Mark und hier hast du die Platte. Aber nein, das musste ein Erwachsener kaufen oder zumindest ein Jugendlicher, so ab 16, 17. Und da habe ich dann eben meinen Opa beauftragt und habe gesagt, würdest du die Platte für mich kaufen? Und er hat das dann auch getan. Und als er mir diese Schallplatte brachte, und da stelle ich mir jetzt gerade vor, ich habe ja dieses, ich möchte nicht Ding sagen, aber diese Original-Schallplatte, ich habe die ja noch hier im Regal. Das ist die Originalplatte, die habe ich mir nie nachgekauft oder das ist noch genau die. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Platte, die jetzt doch, naja, nach so vielen Jahren und als Kind hat man auch nicht so aufgepasst, hier eine Schramme, da eine Schramme, das Cover hat ein bisschen hier gelitten, dass dieses Teil mal in Folie eingepackt war. Oh, da erschaudere ich förmlich. Ja, das ist, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wie geht's euch? Könnt ihr euch vorstellen, dass eure ganzen alten Platten irgendwann mal verpackt waren in Folie, dass man die aus der Hülle gezogen hat und die haben so wunderbar nach Vinyl gerochen, dass die so statisch aufgeladen waren und ihr habt... Okay,
Jetzt hat doch tatsächlich die Aufnahme abgebrochen. Also machen wir weiter. Wo waren wir jetzt gewesen? Ja, wir waren bei der statischen Aufladung. Und das ist ja immer ein Ding gewesen. Egal welche Platte ich neu geöffnet habe und habe die rausgeholt. Ich habe erstmal so einen kleinen Wischer bekommen. Das gehörte dazu. Okay. Und ich erinnere mich, es war ein Samstag und es war im Frühling. Das weiß ich noch ganz genau, denn ganz wenige Blätter waren erst an den Bäumen. Und da kam Dracula, der König der Vampire, zu mir, ja, aufs Dorf. Und ich habe diese Schallplatte angehört und ich habe mich tatsächlich gegruselt. Ja, ich habe mich auch ein bisschen geekelt, denn wenn Charles Renier da anfängt, am Hals von Mina zu saugen, das Geräusch haben die schon wirklich, boah, realistisch hinbekommen. Und ja, und damit fing es einfach an. Ich habe diese Schallplatte, ich kann das nicht zählen, meine lieben Hörspielfreunde, ich habe die gehört, ich weiß nicht, bis, ich glaube, das ging über Jahre. Also denkt jetzt nicht, dass ich das jeden Tag und mehrfach, aber es verging kein Tag, wo ich nicht wenigstens eine Seite der Schallplatte gehört habe. Entweder Seite A oder Seite B. Und ich konnte dann wirklich, und ich weiß noch, in der Schule dann, als wir das Thema Märchen, Sagen, Mythen hatte, dass ich mich gemeldet habe und habe gesagt, wir sollten doch über Vampire sprechen. Und da war die Lehrerin sehr erstaunt und hat mich gefragt, was weißt denn du über Vampire? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne einen Stummfilm, der heißt Nosferatu, und dann kenne ich einen Farbfilm, der heißt Dracula. Der ist mit Christopher Lee. Ja, ich habe damals als Kind vom Land nicht gewusst, dass das Christopher Lee heißt. Für mich hieß der jahrelang Christopher Lee. Und dann kenne ich noch einen Schwarz-Weiß-Dracula, der ist mit Bela Lugosi. Ja, und dann hat die Lehrerin schon die Stirn gerunzelt. Und dann hat sie gesagt, ja, was kannst du uns denn jetzt beitragen zu dem Thema, wenn wir jetzt Vampire nehmen würden? Und ich habe gesagt, ich habe eine Schallplatte. Und ich durfte diese Schallplatte mitnehmen. Und hätte es in der Klasse nicht diese doofe Jutta gegeben, hätten wir die auch zu Ende gehört. Aber nein, als Dracula ansetzt und gerade am Hals von Mina saugt, fing Jutta an zu flennen. Und zwar wie irre. Ja? Warum die geflennt hat, weiß kein Mensch. Nur sie hat geflennt und hat nicht mehr aufgehört. Und dann wurde leider der Hörgenuss. Alle Jungs haben da natürlich zugehört und gelauscht, aber hat nichts genutzt. Jutta weinte. Und wenn Jutta weinte, das sage ich euch, ihr Lieben, dann war das so, als ob eine Sirene auf einem Dach losgeht. Ja, einfach nur ohrenbetäubend und schrecklich. Und somit wanderte Charles Renier wieder ins Cover und ich habe ihn vorsichtig mit nach Hause genommen. Und das war jetzt meine Geschichte zu dieser Liebe zum Gruselfilm und auch zum Gruselhörspiel. Ja, der war eigentlich, diese Liebe ist ja ungebrochen, obwohl ich sagen muss, dass das schon nachgelassen hat. Also man muss sich vorstellen, wenn man jung ist oder Teenager ist, dann hat man ja nach der Schule doch mehr Zeit, als wenn man dann erwachsen ist, Familie hat, ja. Und so hatten die Hörspiele zur damaligen Zeit einen so hohen Stellenwert für mich, weil ich meine ganze Freizeit eigentlich mit den Hörspielen verbracht habe und mit, ja, klassischen Filmen. Also jetzt nicht unbedingt nur Gruselfilme, aber eben auch Filme, die eigentlich keiner in meinem Alter anschauen würde. Also zur damaligen Zeit
kannte ich niemanden, der sich zum Beispiel Metropolis von Friedrich Wilhelm Murnau anschaut. Oder so andere Beispiele, da fallen mir jetzt, es sind so viele, um die alle zu nennen. Und ja, und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, bin ich denn jetzt der Einzige? Und zumindest auf dem Lande und zu dieser Zeit war ich der Einzige. Ich hatte zwar ein oder zwei Kassettentauschpartner, ja, sowas gab es tatsächlich. Man hat Kassetten ausgetauscht und ich habe auch peinlichst und penibel aufgepasst, dass meine Covers und Kassetten auch pfleglich behandelt wurden und ich habe das genauso gemacht. Aber irgendwie kam da nichts zustande. Man hat zwar mal Kassetten getauscht, und besonders beliebt waren damals die Edgar Wallace Maritim Kassetten zu tauschen und natürlich auch die Gruselserie später, aber so, dass man sich mehr und mehr austauschen konnte, das gab es leider nicht. Und das sollte auch sehr lange so bleiben. Sehr, sehr lange. Ein richtiger Austausch mit Menschen, der konnte ja quasi erst durch die Erfindung des World Wide Web stattfinden, ja, das Internet, als sich Plattformen bildeten wie Facebook und YouTube, wo man dann wirklich sein Hobby in die Öffentlichkeit tragen kann und somit andere teilhaben lassen kann oder auch auf sich aufmerksam machen kann. Ja, das kannst du eben nicht im Jahr 1979 auf dem Land. Ich glaube, das konntest du auch nicht in der Großstadt. Ich überlege mir gerade, was hätte sich daran geändert, wäre ich jetzt in Berlin gewesen. Ja, hätte ich dann Plakate schreiben müssen, Hörspiel, Fan sucht gleichgesinnte Zwecks, Treffen oder Austausch. Ja, sowas hat es leider nicht gegeben. Ich war zwar in den 80ern kurze Zeit mal in so einer Art Raumschiff Enterprise Club. Da haben sich tatsächlich Leute in der Kleinstadt einmal die Woche getroffen beim Italiener. Und ich bin da auch ein paar Mal hin, aber eigentlich haben die Leute dann nur Pizza gemampft und gegessen und das war mir dann auch zu doof irgendwie. Und ja, deswegen bin ich eigentlich, obwohl wir keine entschleunigte Zeit mehr haben, doch in gewisser Weise dankbar dafür, dass es das Internet gibt. Denn ohne das Internet wäre jetzt diese Art von Format ja nie passiert. Ja? Und das ist schon mal ein Grund, dass man nicht nur aufs Internet schimpft, ne, und auf die schlechten Dinge, die das Internet mit sich gebracht hat, sondern dass man das auch mal feiert und sagt, meine Güte, es war noch nie so einfach, sich, was weiß ich, ein halbes Hähnchen oder eine Flasche Sekt zu bestellen. Ich tippe das in den Computer, eine halbe Stunde später bringt es mir jemand. Oder ich habe ein ganz bestimmtes Buch, das ich möchte, aber mein Buchladen hat es nicht. Aber im Internet kriege ich das. Ne? Soweit erstmal das Ganze. Ja, okay, die Liebe zu Dracula, König der Vampire, war geboren und dann hat sich ja viel getan und ich meine, das ist ja auch die goldene Zeit des Hörspiels bei Europa gewesen. Die konnten ja quasi aus dem Vollen schöpfen. Die hatten ja eine Sprecherriege, meine Lieben. Die wird es so ja nie mehr geben. Ja, warum nicht? Weil sie ja alle schon tot sind. Die sind ja schon alle gestorben. Wen haben wir denn noch? Ja, die kannst du ja an einer Hand abzählen, die Leute. Und diese Leute, diese Sprecher und Sprecherinnen, hatten ja alle eine klassische Ausbildung als Schauspieler, Theaterschauspieler. Und da konnte natürlich, nehmen wir jetzt mal einen Horst Frank oder einen Gottfried Kramer, wenn die ins Studio kamen für eine Folge 3 Fragezeichen, dann haben die genauso abgeliefert, wie wenn sie den Shakespeare auf der Bühne gespielt hätten. Wisst ihr, und hier liegt die Magie, hier liegt der Zauber. Und das kann heutzutage keine Hörspielproduktion mehr liefern, weil diese Menschen fehlen. Und wenn man nur mal die Synchronisation im Allgemeinen anschaut, es wird ja am Fließband synchronisiert und da hat Jürgen Thormann, der große Jürgen Thormann und auch Eckhard Dux,
vor ein oder zwei Jahren mal in einem Interview gesagt, dass diese Synchronisation mittlerweile ja von Leuten gemacht wird, die nur eine ganz kurze Sprecherausbildung haben. Und natürlich hören wir das. Hört euch mal eine aktuelle Synchro von irgendeiner Serie an, Netflix oder was es da sonst gibt. Da sind ja die Stimmen teilweise alle so ähnlich. Da weiß man doch wirklich nach 45 Minuten doch gar nicht, hat jetzt der X und Y den und den gesprochen. Das ist alles so ein Einheitsbrei. Da gibt es die bestimmte Art von nerviger Frauenstimme und nerviger Männerstimme. Und dann gibt es, und das war's schon. Und dann gibt es die ein bisschen dominanter sprechen, aber im Großen und Ganzen, meine Güte, das sind keine Highlights. Und deswegen tue ich mich auch so schwer mit neuen Hörspielproduktionen. Und ich habe mich so gefreut, als damals eben Maritim, und dazu muss ich sagen, Maritim ist ja nicht, auch nicht mehr das Maritim, das es damals gab. Das wurde ja von, ich glaube, Herr Popot heißt der hat ja diese Marke gekauft, ja, Verlagshaus Hermann und so. Das ist ja nicht mehr das Maritim, das wir von unserer Kindheit her kannten. Aber er hat zumindest geschafft, dass er in diese Zeit ab 2005 noch mal so eine richtige Nostalgie reingebracht hat durch die Sherlock Holmes Hörspiele mit Christian Rode und Peter Kröger. Ne? Das muss man ja auch erstmal schaffen. Aber das war's dann auch schon. Ne? Andere Produktionen von Maritim, die, mit denen kann ich nichts anfangen. Und was da sonst noch da draußen rumkreucht und rumfleucht, das ist, jeder gibt sich Mühe, ja, es gibt sich jeder Mühe und das muss man auch wertschätzen. Nur trifft es den Geschmack der Leute, die retro angehaucht sind? Trifft es den Geschmack der Leute, die das Hörspiel wie Muttermilch schon als kleines Kind aufgesogen haben? Will das Publikum unseres Alters Blockbuster-Hörspiele? Will das Publikum Haut-drauf-Hörspiele mit einer großen, starken Geräuschkulisse, wo man jedes Mal wieder hochschreckt? Oder Back to the Roots, wie manche versprechen, manche Hörspiellabels. Ja, versprochen wird viel, ja. Aber Back to the Roots kann keiner heutzutage mehr gehen. Das war jetzt möglich bei Maritim. Und ich hätte mich wirklich gefreut, wenn sich viele daran ein Beispiel genommen hätten und hätten wieder so eine Art entschleunigtes Hörspiel auf den Markt gebracht. Ja, keine Geräuschkulisse wie in einem 5.1 Kino. Das will man nicht als Hörspielfan. Das wollen vielleicht ein paar Prozent. Ja, ein paar Prozent wollen dieses Action-Feeling, aber der Großteil von uns, und da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich ja recht habe, die möchten das Ganze klassisch, auch nicht zu lang, ja? Ich habe ja mal mehrere Umfragen gestartet. Die Mehrheit wünscht sich so ein 40, 45 Minuten Hörspiel, und das ist auch okay, ja? Und alles andere ist Bullshit. Und zum Glück kann jeder für sich entscheiden, was er kauft oder was er hört. Das kann uns keiner aufdiktieren, und unseren Geschmack, den wir haben, den haben wir, und natürlich richtet der sich nach unserem Alter und nach dem, was wir gewohnt sind zu hören und auch zu sehen. Ja, ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Dann ging es los, ja, mit diesen Neons, und es ging los mit anderen tollen Serien, und dann kam irgendwann die Ausbildung, und auch da war das Hörspiel immer, immer dabei. Also ich bin jemand, der hat, seit er denken kann, nie eine Pause gemacht. Es gab keine Hörspielpause. Wie ist es bei euch? Habt ihr eine Hörspielpause gemacht? Ja, könnt ihr gern mal kommentieren. Die gab es bei mir nie. Es kam mal vor, dass ich mal 2, 3 Tage kein Hörspiel gehört habe. Aber eine Pause von mehr als einer Woche gab es nie bei mir. Das Hörspiel hat mich begleitet. Beim Schlafen, wenn ich im Krankenhaus war, auf Reisen, im Urlaub. Ich habe alle Medien genutzt, die es möglich machen, ein Hörspiel außerhalb vom Zuhause zu hören. Ja,
Es ging los mit klobigen Walkmans. Ja? Dann kamen noch größere Discmans. Furchtbar teuer damals, so ein Discman. Und kaum bist ein bisschen gelaufen oder hast das Ding im Auto betrieben, dann ist die CD gehüpft. Also das war ja auch nicht so lustig. Ja, und dann ging es wieder zurück von groß auf klein. Dann gab es den MP3-Spieler. Ja? Ja, was gibt's jetzt mittlerweile? Jetzt gibt's Hörspiele übers Handy, über Spotify. Ja, also man hat wirklich die Möglichkeit, das Hörspiel immer und überall zu hören. Und das ist ein Segen. Ja, wenn ich mir vorstelle, wenn wir jetzt noch Tonbandgeräte hätten, ja, so große, kennt ihr die noch, mit den Spulen, wo das Magnetband erstmal an dem Tonkopf vorbeigezurrt werden muss und ja, sowas, das wäre ein Problem gewesen. Also die Technik ist schon was Tolles. Ne? Nur im Bereich Hörspiel sollte man da wirklich die Technik rausnehmen und ja, eben qualitativ hochwertig für ein gewisses Publikum produzieren. Ja, und so leid es mir tut, da bin ich von Europa ziemlich abgedriftet. Also das war für mich wirklich Jahrzehnte meine Nummer eins. Ja, aber mittlerweile machen die mit mir auf keinen Fall großartig noch Geld, denn ich kaufe vielleicht jede fünfte Drei-Fragezeichen-Folge, wenn überhaupt. Und was ich mache, ist, ich kaufe die Picture-Vinyls, ja, weil die einfach schön sind. Aber neue Produktion, TKKG, geht für mich überhaupt nicht. Was haben sie noch? Mir fällt außer Drei-Fragezeichen und TKKG nichts ein, was mich noch interessiert. Von daher lege ich meinen Fokus auf die Schätze, die ich als Kind hatte und die doch irgendwie verschwunden sind und die ich jetzt mir wiederhole. Und es ist ja zum Glück möglich, sich fast alles zu holen. Natürlich kommt es immer auf den Preis drauf an. Ja, das war jetzt Podcast Nummer 1, ja, zum Thema der Kindheit und ja, wie sich das mit dem Hörspiel entwickelt hat. Es ist eine spannende Sache, zurückzureisen, ja, zurück in die eigene Kindheit, ins eigene Leben. Und ich habe mir hier zwar kleine Stichpunkte gemacht, aber das Verrückte ist, ich habe zweimal drauf geschaut und der Rest fließt, ja. Das heißt, wenn man über schöne Erinnerungen redet, dann braucht man oft gar kein Buch oder keine Stichworte. Vielleicht ist man manchmal ganz kurz am Stammeln oder am Machen. Aber das kommt. Denn Positives bleibt im Kopf. Und so soll es auch sein. Dankeschön fürs Zuhören, für euer Interesse. Und Teil 2 kommt garantiert. Immer schön retro bleiben. Euer Marc.